Achtung, meine Lieben, nicht erschrecken. Herzlich willkommen zu einem neuen Vlog, meine Lieben. Ja, ich muss immer selber lachen, wenn ich mich angucke. Ein Freund sagt, ich sehe aus wie ein Okapi. Ja, ihr seht es, ich hatte einen kleinen Unfall. Es ist gestern passiert, beim Sport. Da habe ich im Stadtpark Sport gemacht und ich habe solche Resistance-Bänder. Kann ich mal so eins zeigen? Oh, ich habe jetzt ein bisschen Schiss vor denen. Ich habe solche Resistance-Bänder. So sehen die aus. Also sind wie so Gummischläuche. Und die haben so Karabinerhaken so an den Enden, damit man die irgendwo einklinken kann. Weil man kann sie sich zum Beispiel auch so ums Fußgelenk machen oder so. Und damit halt so Übungen machen. Und ich habe so ein Band so zusammengeklipst und im Stadtpark am Planetarium an so einen Türgriff so eingehakt. Das so gespannt, also ich wollte halt so eine Übung damit machen, habe das mit beiden Armen so genommen und zu meinem Gesicht hingezogen. Ich habe die Übung auch schon 1000 Mal gemacht. Ja, und irgendwie, ich kann es mir ehrlich gesagt selber auch nicht so richtig erklären, wie es passiert ist, muss ich anscheinend einer von diesen Haken gelöst haben oder war vielleicht nicht richtig eingerastet oder ist irgendwie abgerutscht, ich habe keine Ahnung. Und ist mir halt mit voller Wucht, weil ich das ja so aufgespannt habe, ins Gesicht geflogen. Und ja, ich will an diesen Moment eigentlich gar nicht denken, weil ich ja diesen Moment irgendwie so schlimm im Kopf habe die ganze Zeit. Ja, auf jeden Fall fing es direkt an zu bluten, richtig stark. Ich meine, es ist an der Stirn auch ja immer klar, weil da kein Fettgewebe ist. Also es fängt dann halt richtig stark an zu bluten. Und ich hoffe, das ist jetzt hier nicht zu viel Information. Auf jeden Fall steckte dieser Karabinerhaken auch noch in meiner Haut da oben. Also ich konnte ihn selber nicht, er hing da einfach noch fest. Ich habe das dann einfach die ganze Zeit so drauf gehalten und zum Glück waren dann da auch Leute, die mir relativ schnell geholfen haben. Also ich konnte das gar nicht alles so wahrnehmen, weil die ganze Zeit halt so das Blut runterlief. Skippt den Part bitte, falls euch das gerade irgendwie anekelt. Haben mir auf jeden Fall geholfen, haben mich da hingelegt, haben auch einen Notarzt sofort gerufen. Der kam dann auch zum Glück relativ schnell und der konnte den Karabinerhaken dann auch relativ schnell da rauskriegen. Also der war wohl nicht tief drin. Es fühlte sich einfach schlimm an. Und ja, hat dann erstmal so ein bisschen die Blutung gestillt und hat mich probiert zu beruhigen. Ja, der hat dann zum Glück ziemlich schnell gesagt, so, das ist nicht schlimm, das war nicht tief drin, das ist keine Tiefverletzung. Das hat mich dann in dem Moment schon mal sehr beruhigt. Ich muss meinen Arm wechseln. Ja, und dann haben die mich ins Krankenhaus gebracht, das musste genäht werden. Es sind so zwei Cuts, einer hier in der Augenbraue und einer so ein Stück da drüber. Musste genäht werden und sonst ist aber alles gut. Also ich bin heilfroh, dass das nicht mein Auge getroffen hat. Also es hätte auch noch viel schlimmer ausgehen können. Also puh, ich hatte danach echt so einen Moment, wo ich dachte, ich kann so dankbar sein, dass es nichts Schlimmeres geworden ist und dass ich noch sehen kann und alles. Ja, aber es geht mir soweit wieder gut. Ich hatte halt gestern relativ starke Kopfschmerzen und ja, die Stelle an sich hat halt ein bisschen wehgetan. Und ja, ihr seht es, über Nacht ist mein Auge auch ein bisschen angeschwollen und wird jetzt so schön blau. Also bisher ist es hier so nur oben, aber man sieht schon, es wandert auch so ein bisschen nach unten. Die Ärztin, die mich genäht hat, meinte auch so, ja, sie kriegen ein blaues Auge, das wird dann auch wandern. Also es wird dann wahrscheinlich hier irgendwie so runterlaufen die nächsten Tage. Das wird jetzt jeden Morgen eine kleine Überraschung, wie ich aussehe. Ich fühle mich so ein bisschen so, als hätte ich so einen leichten Kater. Also ich weiß nicht, ob ihr das kennt, aber wenn ich meine Augen so schnell bewege, dann ist das irgendwie so ein bisschen unangenehm, so das löst dann so einen leichten Kopfschmerz aus. Ich muss heute irgendwie probieren, meine Haare zu waschen. Es soll nämlich kein Wasser in die Wunden kommen, aber ich muss ganz dringend meine Haare waschen, weil ich fliege morgen nämlich auch nach Wien. Der Zeitpunkt hätte echt nicht besser kommen können, jetzt wo man seit Monaten, wo es keinen gejuckt hat, wie man aussieht, endlich wieder nach draußen kann. Da passiert sowas und ich sehe so aus. Ja, ich fliege morgen nach Wien. Ich besuche endlich meine Schwester, die ist ja im September oder Oktober ist sie ja nach Wien gezogen zum Studieren und ich konnte sie seitdem nicht besuchen wegen dem ganzen Corona-Kram und Quarantäne. Das war alles super schwierig immer. Jetzt kann man aber wieder ganz normal nach Wien einreisen, ohne in Quarantäne zu müssen. Und jetzt besuche ich sie endlich und meine Eltern kommen am Wochenende auch dazu. Also ich bleibe von Mittwoch bis Sonntag ein paar Tage und meine Eltern sind dann das Wochenende auch noch da. Ich bin sehr froh, dass ich trotz dieser Aktion jetzt trotzdem hinfliegen kann. Ich hoffe, das wird alles gut. Die Ärztin meinte nur, ich muss das irgendwie probieren, vor der Sonne zu schützen. Deswegen wird auf jeden Fall eine Cap eingepackt, eine Sonnenbrille. Werde ich wahrscheinlich jetzt nur noch so rumlaufen. Das sind die News.
Ich hatte mir den Start in diesem Vlog auch anders vorgestellt, aber so ist es nun mal. Ich wollte eigentlich schon gestern starten. Das hat sich dann erledigt, weil ich den Tag in der Notaufnahme verbracht habe. Was heute auf jeden Fall noch auf dem Plan steht, ist, meinen Koffer zu packen. Ich muss noch zum Corona-Test und ich muss so ein Einreiseformular irgendwie noch ausdrucken, damit ich da morgen nach Österreich einreisen kann. Das ist der Plan für heute. Und jetzt fällt mein Arm ab. Ich muss aufhören. So, meine Lieben, kurzes Update von mir. Wow, ich sehe echt richtig kacke aus. Ich habe mich auch schon unbewusst farblich meinem Gesicht angepasst. Mit meinen Klamotten. Ich habe auf jeden Fall schon meinen Koffer gepackt. Ich finde es irgendwie richtig schwer zu packen, weil das Wetter ist eigentlich recht gut angesagt. Aber dann auch so zwischendurch mal Regen und Gewitter und das ist irgendwie sehr schwer. Ich war auch beim Corona-Test und mache mir jetzt gerade Essen. Also ich habe gerade Kartoffeln im Ofen. Und ich wollte euch jetzt gerade noch den Sponsor dieses Videos vorstellen. Die haben sich ihre Platzierung auch etwas schöner vorgestellt. Aber ich gebe mein Bestes. Ich stelle euch erstmal hin, weil mein Arm fällt gerade ab. Und zwar ist das Unternehmen Moana auf mich zugekommen. Und die haben Putzmittel entwickelt, die die Umwelt schon nachhaltig sind und trotzdem super sauber machen. Und haben mich gefragt, ob ich das einfach mal testen möchte. Und zwar habe ich von denen dieses Starter-Set hier bekommen. Da sind 3 von solchen Glasflaschen drin, die aber hier noch so einen Gummiüberzug haben. Also falls sie hinfallen, ist kein Problem, die gehen nicht kaputt. Ich habe 2 von den Flaschen schon befüllt, weil ich die Sachen halt schon getestet habe. Und zwar gibt es eine Flasche für Allzweckreiniger, es gibt eine Flasche für Badreiniger und einen für Glasreiniger. Und ja, das sind die Flaschen, das ist so ein mattes Glas. Und ja, eins der Werte, die Moana ausmacht, ist eben, dass sie auf die Umwelt sehr viel Wert legen und deswegen auch diese Glasflaschen verwenden. Außerdem sind in den Putzmitteln, die übrigens solche kleinen Pulver sind, das ist zum Beispiel ein Glasreiniger, so ein kleines Pulver, das macht man einfach auf, man füllt hier Wasser rein, tut das da rein, dreht es zu und dann hat man sein fertiges Putzmittel. Und in diesen Pulvern sind leicht biologisch abbaubare Tenside, also keine Chemikalien, keine Bindemittel, nichts. Und ich finde, sie sehen auch irgendwie einfach ganz cool aus und sie fassen sich irgendwie voll schön an. Und ich liebe sowieso so Sprühflaschen, es macht einfach Spaß damit zu putzen. Und dazu kommt hier so ein kleines Säckchen, da sind diese Refills drin, also diese Pulver für die verschiedenen Reinigungsarten. Und ich finde die Sachen mega cool. Sie sind sehr langlebig. Man hat von so einer Flasche sehr, sehr lange was. Und ich finde den Gedanken hinter dem Unternehmen einfach sehr schön. Deswegen unterstütze ich solche Unternehmen und Gedanken auch immer sehr gerne. Und ich habe auch einen Rabattcode für euch. Den blende ich euch einmal ein. Damit bekommt ihr 15%, falls ihr das auch mal ausprobieren wollt. Ich kümmere mich jetzt mal um mein Abendessen und bereite auch gerade schon mein Frühstück für morgen vor, damit ich was im Flieger essen kann, frühstücken kann, weil ich fliege schon morgen früh. So, hier habe ich gerade schon mal ein paar Restkartoffeln vorbereitet für mein Abendessen. Und das hier wird mein Frühstück für morgen. Das ist sozusagen mein Porridge als Baked Oatmeal, weil das kann man ja mitnehmen. Und obendrauf habe ich hier mein Lieblingsmandelmousse für mein Porridge, das von Naughty Nuts, drüber gemacht. Und das kommt jetzt in den Ofen, damit es fest wird und damit ich es mitnehmen kann. Tada! Sieht ziemlich gut aus eigentlich. Guten Morgen! Kurzes Update. Es ist alles gepackt. Es ist 8:20. Ich habe sogar noch Zeit, einen Kaffee zu trinken. Es ist wunderschönes Wetter draußen und ich fliege heute nach Wien. Ich freue mich so sehr. Mein Auge ist über Nacht nochmal ziemlich angeschwollen, also so unterm Auge. Ich habe es probiert, ein bisschen zu überschminken hier, aber es ist so richtig schön blau unterm Auge. Sieht super aus, aber naja, was wir machen, ne? Ich mache mir noch einen Kaffee und dann geht's los.
habe mich gestern, glaube ich, gar nicht mehr gemeldet, seitdem ich hier gelandet bin. Wir sind gestern ganz viel rumgelaufen und waren in richtig süßen Cafés, haben ein bisschen Kaffee getrunken, ganz viel gequatscht, was gegessen. Abends waren wir richtig, richtig lecker Sushi essen in so einem Restaurant, wo wir jetzt auch schon zweimal waren. Das heißt Ico, kann ich euch sehr empfehlen, falls ihr mal in Wien seid. Da sind wir noch ein bisschen spazieren gegangen und Wien ist einfach so eine schöne Stadt, gerade abends. Also es ist so traumhaft schön. Und heute ist der Plan, dass wir jetzt gleich erstmal was frühstücken und dann uns an den Donaukanal legen, ne? Neue Donau. Da kann man sich irgendwie ganz schön so ans Wasser legen, da wollen wir ein bisschen tannen. Ja, mein Auge färbt sich, ich habe es ein bisschen überschminkt, also hier sieht man es jetzt gar nicht mehr, aber heute Morgen war das schon noch ziemlich lila, aber hier oben wird es jetzt so langsam so gelb, also richtig schön. Ja, wir frühstücken jetzt erstmal was, ich muss mir jetzt erstmal was anderes anziehen, mein Pulli ist nämlich viel zu warm und dann gucken, was ich so für euch filmen kann. Heute ist Freitag. Wir hatten gestern eigentlich einen sehr entspannten Tag. Ihr habt ja gesehen, wir waren auf so einem kleinen Steg an den Donauinseln. Das war richtig schön. Haben wir sehr lange in der Sonne gesessen und danach sind wir einfach noch ein bisschen rumgelaufen und haben dann zu Hause einfach auch noch was gegessen abends. Und heute ist es so warm, es sind einfach 27 Grad. Ich habe übrigens mein Pflaster gewechselt, nur dass ihr euch nicht wundert. Und jetzt laufen wir gerade zum Praterpark, der soll auch sehr schön sein, und gucken uns den an. Oder Anni zeigt ihn mir. Und heute Abend kommen Mama und Papa, da freue ich mich auch schon sehr drauf. Die kommen aber erst spät an, also ich glaube erst um 11 oder sowas. Die wollen wir aber auch noch treffen kurz. Und dann verbringen wir das Wochenende noch mit denen. Und ja, ich freue mich. Und es ist so warm. Ich glaube, es sind irgendwie über 27 Grad. Ich fühle sie eher wie 30, oder? Ja. Es ist so warm. So krass. Ich habe auch ein schönes Kreuz vom Bikini gestern auf meinem Rücken. Das sieht sehr toll aus.
wieder zu Hause. Ist jetzt Samstagabend. Irgendwie vlogge ich immer nur so ein bisschen nebenher, weil ich nicht so auf die Kamera rausholen will und irgendwie die Tage so gut es geht genießen will, weil ich meine Eltern jetzt auch schon wieder so lange nicht gesehen habe und meine Schwester sowieso nicht. Ich muss immer auf meine Hunde gucken. Egal. Ja, heute war ein extrem heißer Tag. Also ich glaube, es waren so um die 30 Grad. Und dafür sind wir echt viel rumgelaufen. Und haben erst mit Mama und Papa heute Morgen bei dem Hotel gefrühstückt. Und dann sind wir ja so ein bisschen von da aus losgelaufen zum Museumsquartier, durch die Innenstadt. Und ja, haben ganz viel gesehen, haben zwischendurch uns immer hingesetzt und irgendwie einen Kaffee oder irgendwas getrunken. Und jetzt gerade eben waren wir essen im Clio. Das ist so ein Restaurant direkt am Donaukanal. Und wir saßen so eigentlich fast über dem Wasser. Es war richtig schön. Und ja, es war auch sehr angenehm und haben wir lecker gegessen. Und dann haben wir noch ein Eis gegessen gerade. Und für mich geht es jetzt morgen schon wieder zurück. Also ich habe gerade schon meinen Koffer so ein bisschen gepackt. Wir haben aber trotzdem morgen noch die Hälfte des Tages und wollen vielleicht irgendwie in ein Museum oder so. Und dann geht es für mich um 5:30 wieder zurück nach Hamburg. Und ja, waren auf jeden Fall schon mal richtig schöne Tage bisher. Mal gucken, ob ich morgen noch irgendwas vlogge oder ob ich einfach die Zeit ein bisschen genieße. Ich freue mich jetzt aber auch schon wieder auf Hamburg und auf mein Zuhause. Am Montag werden übrigens die Fäden gezogen, habe ich eben einen Termin gemacht. Ja, mal gucken, wie es dann so die nächsten Wochen aussieht mit meinem Look. Und dann geht es auch direkt nächste Woche mit einer sehr aufregenden Woche los. Aber dazu kann ich dann euch dann nochmal vielleicht im neuen Vlog ein bisschen mehr zu erzählen. Ja, ich packe meine Sachen jetzt zu Ende und dann geht's ins Bett.